Hallo und willkommen zu einer kurzen Übersicht zu den interessantesten Spielen, die diese Woche veröffentlicht werden. Diese Woche fällt das Video sehr kurz aus, es gibt nämlich nur zwei Spielreleases, die mich tatsächlich interessieren. Platz 1 könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken und auf Platz 2 ist ein Spiel gelandet, das lediglich ein Update erhält. Fangen wir an. Auf Platz 3 hat es das Indie-Spiel Tactical Breach Wizards geschafft. In diesem Spiel führen wir ein Team von abtrünnigen Zauberern an, um eine moderne Verschwörung aufzudecken. Wir bestreiten mit unseren Zauberern teils kreative, rundenbasierte Kämpfe, indem wir beispielsweise eine clevere Kombination ihrer einzigartigen Zaubersprüche einsetzen. Das Spiel hat vollen Controller-Support, ist aber leider nur auf Englisch spielbar. Tactical Breach Wizards erscheint am kommenden Donnerstag, dem 22. August und wird erstmal nur auf dem PC erhältlich sein. Escape from Tarkov Patch 0.15 hat es ausnahmsweise in das Video geschafft. Der kommende Patch bringt einen Vibe mit sich, also ein Zurücksetzen aller Spielerprofile. Released wird der Patch im Laufe des kommenden Dienstags. Zu den Neuerungen, die ins Spiel kommen, haben wir unter anderem ein Rework der Factory Map, neue Waffen, darunter eine Desert Eagle, ein neuer Boss, Partisan und Stolpertrete. Und eventuell auch sowas wie Molotow-Cocktails. Zuverlässige Infos zu weiteren Änderungen erfahren wir aber erst zu Release des Updates. Black Myth Wukong ist eins der meistersehnten Spiele dieses Jahres und sieht echt bombastisch aus. Black Myth Wukong ist ein in der chinesischen Mythologie verwurzeltes Action-RPG. Hier warten Herausforderungen, Wunder und verborgene Wahrheiten auf uns. Das Spiel bietet vollen Controller-Support sowie deutschen Text bei englischem Audio. Es erscheint wie der Tarkov-Patch am kommenden Dienstag, dem 20. August für PC und PS5. Der Release für die Xbox wurde verschoben. So, das waren alle Spiele. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt eventuell auch ein Spiel entdeckt, das ihr ganz interessant findet. Falls ja, ab in die Kommentare damit. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.